Hallo meine Freunde und willkommen zu diesem, ich würde sagen etwas anderen Video, aber ich habe das Gefühl, so starte ich alle meine Videos. Deswegen sage ich das einfach mal nicht. Wie ihr sehen könnt, ein Speedart, wenn man so möchte. Denn diejenigen, die mir auf Twitter folgen, haben vielleicht mitbekommen, dass ich mir jetzt vor ein paar Wochen, oder vor 2 Wochen oder so, Beat Sprites als Hobby dazu geholt habe, wenn man so möchte. Für die nicht wissen, was das bedeutet, diese Bügelperlen, die viele vielleicht aus ihrer Kindheit noch kennen, werden benutzt, um Sprites aus Videospielen oder auch Pixelart nachzuperlen. Und ja, das ist eigentlich ganz cool. Wenn ich dran denke, werde ich hier jetzt ein Bild von einigen Sachen, die ich schon gemacht habe, einblenden. Oben rechts seht ihr, was wir als Sprite haben, dieses Mal, und zwar Ruby Rose aus der Show Ruby. Und auch da sollte mittlerweile bekannt sein, dass ich ein relativ großer Fan der Serie bin. Ja, ich habe auch schon einige mehr zu der Show gemacht, aber das ist das erste Mal, dass ich es aufgenommen habe. Denn ich habe keine großartig gute Idee für Videos momentan, deswegen habe ich mir gedacht, komm, versuchst du mal, ob du das hier irgendwie vernünftig aufgenommen bekommst. Ihr seht vielleicht, dass der Sprite, den ich hier hinperl, spiegelverkehrt ist im Vergleich zu dem da oben. Das liegt einfach daran, und ich glaube, ich flippe den jetzt einfach mal, damit das passt, dass wenn man die Sachen bügelt und dann abzieht, man möchte für gewöhnlich nicht die gebügelte Seite sehen, weil die ist nicht besonders schick. Man möchte die sehen, bei der es eben nicht gebügelt ist. Deswegen, wenn es dann gebügelt ist und abgezogen wird, ist es wieder richtig rum. Richtig rum. Ich hoffe, ich habe den Satz gerade richtig beendet. Mein Mund ist wieder schneller als mein Kopf. Oder umgekehrt. Ja, ich habe am Anfang die Outline gelegt aus Schwarz, das mache ich meistens, denn dann hat man halt, wie gesagt, schon so ein paar, schon mal die Outline und kann sich daran orientieren. Ich musste leider das ganz dunkle Rot durch eher so ein Rot-Braun ersetzen, denn ich habe nur 2 richtige Rottöne, die ich hierfür nutzen kann. Das ist ein Problem, dass, falls ihr euch auch dazu entscheiden solltet, euch sowas als Hobby zu suchen, dürfte es auffallen, dass ihr halt nicht immer alle Farben habt, weil es einige nun mal nicht gibt als Perlen. Die beiden Rottöne, die ich habe, beziehungsweise eigentlich habe ich 3, aber der letzte hat hier wirklich nicht reingepasst. Die beiden Rottöne sehen sich auch relativ ähnlich. Man sieht den Unterschied tatsächlich nur, wenn man die so aneinander, so viele aneinander hat, wie hier jetzt beim Cape. Und selbst da ist es ein bisschen schwer, das teilweise zu erkennen. Aber ich denke schon, dass man sieht, dass einige heller sind als andere. Und ja, ich war lange überlegen, ob ich das tatsächlich zu einem Video mache. Denn ich weiß nicht, wie gut das ankommt. Aber ich habe auf Twitter ein Video gepostet, wie ich ein Bautz oder Rowlet perl. Und das kam ganz gut an. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, lädst du halt so ein Speedart mal hoch. Quasi jetzt ein bisschen drüber. Und ja, ihr habt hier gesehen, dass ich die Fläche da unten komplett dunkelgrau ausgefüllt habe. Das ändere ich nachher noch. Denn das sieht nicht besonders schick aus. Genauso wie der rechte Fuß quasi aus unserer Perspektive. Da gehe ich auch noch bei. Aber hier fülle ich das jetzt erstmal ein. Denn für mich ist immer am wichtigsten, dass ich erstmal so eine Grundlage habe und dann kann ich die Sachen immer noch verschönern. Für die, die nicht wissen, was Ruby ist, ich denke, das ist ein ganz guter Moment, um das mal zu erwähnen. Ruby ist im Grunde ein Anime, der im Westen produziert wird, deswegen ist es kein Anime, aber es ist ein Anime. Und wird von Rooster Teeth produziert, ein YouTube-Channel eigentlich, und ihr solltet euch die Show angucken. Ich glaube, ich habe schon viel zu viele Leute dazu gebracht, sich die Show anzugucken, weil ich einfach auf Twitter immer damit alles zuspam. Aber ihr solltet sie euch angucken. Das ist Ruby Rose, die Hauptcharakterin. Wohl angemerkt, die Show Ruby wird RWBY geschrieben und der Charakter Ruby RUBY. Es macht Sinn, wenn man die Show kennt. Da habe ich jetzt, glaube ich, auch ein ganz helles Grau für genommen, für die beiden Punkte da oben. Das ist im Original, bei ihrem Charakterdesign sind das Kreuze, die da dran sind. Nur kann ich die hier halt nicht darstellen, bei der Sprite-Größe. Ich glaube, ich ändere das nachher auch noch und nehme dafür ein anderes Grau, ich bin mir gar nicht sicher. Aber da oben ihre Waffe, Crescent Rose. Eine riesige Sense, die gleichzeitig auch eine Sniper-Rifle ist. Ist ganz nett. Kann man schon Leute mit umbringen. Beziehungsweise nicht Leute, weil das macht man nicht. Aber Grimm oder Monster, wenn man es einfach machen möchte. Ich laber gerade wieder Scheiße wie sonst was, aber ich möchte keine Redepause machen. Ja, hier fülle ich jetzt das Gesicht ein. Ich habe da ein bisschen rumexperimentiert mit den Farben.
auch da an der Hand, was ich am besten für Farben nehme. Ich glaube, in den Haaren habe ich ganz schön lange gleich noch rumgebastelt. Weil sie eigentlich hat sie sehr dunkelbraune Haare, da auch, weil ich mit dem Auge überhaupt nicht zufrieden war. Eigentlich hat sie sehr dunkelbraune Haare und dann rote Highlights, wie man auch an dem Sprite sehen kann. Aber ich habe es nicht hinbekommen, das vernünftig aussehen zu lassen. Deswegen habe ich es dann nachher wieder rausgenommen und einfach durch dunkelbraun ersetzt. Denn, ja, es ist nicht 100% akkurat, aber es sieht einfach besser aus. Ja, da unten habe ich jetzt ein bisschen an dem Fuß rumgebastelt. Jetzt sieht das mehr so aus, als würde sie den linken Fuß so quasi auf den Zehenspitzen aufsetzen. Ist nicht viel besser, aber hey. So, und hier habe ich jetzt einen großen Fehler gemacht. Ich war hier jetzt soweit zufrieden. Hab dann nachher allerdings noch die roten Highlights wieder aus den Haaren rausgenommen. Und nee, habe ich gar nicht. Ich habe die drin gelassen, was laber ich denn? Hab die roten Highlights drin gelassen, aber dieses kleine Rechteck, was man da links sieht, was ich gerade entfernt habe. Ich war mir nicht sicher, was das darstellen sollte, weil ich den Sprite... Hallo Windows. Weil ich den Sprite ganz nah rangezoomt hatte bei mir, damit ich halt die Pixel sehen konnte. Deswegen wusste ich nicht, was es sein sollte, hab's dann entfernt, aber es ist das Magazin an ihrer Waffe. Ich hab's dann noch rechtzeitig wieder hingepellt, bevor ich es gebügelt habe, Gott sei Dank. Und ja, hier ist ein Sprite, ein Foto von, wie es dann fertig aussieht. Ich bin recht zufrieden damit, ein paar Kleinigkeiten, die mir nicht ganz gefallen, aber das liegt einfach daran, dass ich mit Limitierungen bei der Farbwahl arbeiten musste. Und ja, wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Und wenn ihr wollt, lasst mir ruhig Beispiele da, falls ihr andere Sprites habt oder Ideen, was ich machen könnte. Ich bin mir noch nicht sicher, ist Perlen ein Verb? Kann man das als Verb benutzen? Was ich zu einem Beat Sprite machen sollte, sage ich so. Dann lasst mir eine Idee in den Kommentaren da. Und ja, das war's soweit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.